Ja, heute gegen 3.30 Uhr sollte eine Person aus der Unterkunft abgeschoben werden. Die Polizei hat hier unterstützt, weil die Maßnahme durch die Regierung von Schwaben durchgeführt wurde. Die Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden, weil mehrere Personen das verhindert haben. Sie haben sich aggressiv verhalten und deswegen haben sich die Kräfte aus der Unterkunft zurückgezogen. Durch das Verhalten haben sich diverse Leute strafbar gemacht. Wir gehen hier von einem Landfriedensbruch aus und diese Personen sollten heute Nachmittag festgenommen werden. Aktuell laufen die Festnahmen noch und die Identitätsfeststellungen. Von den Einsatzkräften wurde niemand verletzt. Eine Person hat sich ohne Fremdeinwirkung von den Bewohnern heute selber verletzt. Die Festnahmeaktion ist ab 15 Uhr angelaufen und aktuell sind erheblich viele Personen und natürlich in der Unterkunft und dementsprechend auch viele Einsatzkräfte. Es sind mehrere Personen festgenommen worden, aus den Gründen, wo ich eben gesagt habe, aufgrund der Vorkommnisse heute Vormittag. Über die genaue Anzahl der Festgenommenen kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen. Aber wir nehmen sowohl die Rädelsführer als auch die sonstigen Straftäter aktuell fest. Wie lange der Einsatz läuft, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aktuell sind die Einsatzkräfte bei den Festnahmen und bei den Identitätsfeststellungen. Die Personen müssen auch identifiziert werden und die ganze Sache muss bearbeitet werden. Absehbar, wie lange die ganze Aktion läuft, ist das noch nicht.